haben das ja auch vom Fenster aus gesehen, also sehr entspannt aus unserer Schlafkoje da. Und da ist ja einfach, das sind ja nur Birken, Sand und ein bisschen Sumpf und das war's ja in der Zwischenzeit. Ja, ist sehr schön. Aber sonst war nichts, ne? Ja, also, aber das war auch dann bei der zeitlichen Limitierung, war es klar, du hast einen Job angefangen, ich musste mein Studium weitermachen. Und dann haben wir an der Stelle eben auf das Selbstfahren verzichtet. Und als wir in Moskau ankamen, haben wir noch ein bisschen uns erholt von der Zugfahrt. Und dann kamen die Motorräder so 3-4 Tage später, haben wir die ausgepackt und sind dann von Moskau nach Lettland, Litauen, Polen und dann nach Deutschland zurück. Mhm. Was wir dann aber sehr schnell gemacht haben, weil wir einfach lange rausgebrannt waren. Wir waren müde, wir haben... Wie war das Prozedere beim Einladen? War das schwierig, da einen Zugplatz für die Motorräder zu bekommen? Überhaupt nicht. Also der Moritz hat sich überschlagen, das von zu Hause aus zu organisieren. Unmöglich, selbst übers Internet. Und dann sind wir einfach dahin und haben gesagt, ja, wir würden gerne 2 Tickets nach Moskau haben, ja, kein Problem, hier. Und dann würden wir gerne noch Motorräder verschicken. Also, ja, die müsst ihr da hinten zu der Lagerhalle, das ist der Postladen. Und dann haben wir da gefragt, was das kostet. Ich glaube, es waren 350 Dollar, US-Dollar umgerechnet. Also doch ein erheblicher Betrag, aber verkraftbar, ist halt eine große Strecke. Ne? Und dann haben wir die zusammen mit denen noch irgendwie in so eine Holzkiste zusammengespackt und das war also easy peasy. Nur, was uns im Vorhinein verunsichert hatte, dass wir es nicht abklären konnten. Okay. Und wir waren ja darauf angewiesen, ja. Also wir hätten also jetzt fahren, das wäre eng geworden. Genau. Aber wir haben gesagt, naja gut, man kann halt nicht alles planen und wir probieren es mal. Da möchte ich nur mit einbringen, also wenn ihr ein Biker seid oder ihr Kutsk oder so, ne, da fahren so viele LKWs in die eine Richtung. Ja, wir haben das beim Tanken immer gemerkt, ne? Wir haben immer den gleichen Leuten getankt. Also mal mehr auch eine Pause gemacht, dann die haben eine Pause gemacht. Und da ist es dem Land wirklich möglich, wenn man dann fragt, sagt, hey, hopp, heben auf und wir setzen uns zu dritt in die Kabine und wir bezahlen dir das Essen und ein bisschen Diesel dann noch in die Hände. Und die meisten Sorgen, ist ganz anders als bei uns. Die meisten Sorgen, die wir in die Richtung hatten, Dinge, die wir nicht organisieren konnten, also es klingt jetzt so, als hätten wir alles durchgetaktet, sowas auch nicht, aber wir haben schon versucht, die großen Aufgaben vorher zu erledigen. Und die meisten Sorgen, die wir uns gemacht haben, haben sich als übertrieben herausgestellt. Sorgen vor Kriminalität konnte man komplett außer Acht lassen. Überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich stecke dir was zu. Ne? Ja, also gut, an der Grenze hatten wir ein bisschen Korruption. Immer das sind immer diese Zöllen an die Staatsbeamten, ne, die da abziehen. Ne? Ja, das ist leider so. Aber wir waren absolut sicher unterwegs. Es gab keine brenzlichen Situationen. Und all die Probleme, wie zum Beispiel, komme ich dann überhaupt mit dem Zug zurück? Er hat sich, sobald wir mal da waren, in Luft aufgelöst. Ja, das war dann gar kein Ding. Von zu Hause kann man es nicht organisieren, aber wenn du da bist, das geht's easy. Man muss halt den Mund dazu haben, ne? Also wenn ich hingehe, stumm jemand an, wird das nichts, ne? Klar. Man muss signalisieren, was man will, was man braucht und welche Hilfe man benötigt, dann funktioniert es, ne? Schwätzen muss man mit Leuten. Ist auch so, ja. Also wenn du Leute ansprichst, dann können die dir vielleicht nicht helfen, aber die wissen jemanden, der es vielleicht kann und so, und dann hangelt man sich weiter. Wir haben in der hintersten Mongolei Schweißarbeiten organisiert, da hat dann das eine Dorf rein, da hat er so ein Anlasserkabel benutzt, ne, und hatte die Elektrode so eingehakt und hat dann auch keine Maske aufgehabt, der hat dann so geschweißt, so. Das war so geil. Auch noch Fotos von. Sehr lustig. Und die haben es halt einfach zusammengebratzelt für uns. Und meistens ist es so, dass sie sich gewehrt haben dagegen, dass wir uns irgendwie erkenntlich zeigen. Oder auch der Schumacher in Russland. Ja, wir haben so griechischen Schumacher in hintersten Russland getroffen. Ja, also wir waren in Baikal, Altai-Gebirge an der russisch-mongolischen Grenze. Und da war dieses, wie heißt das, Nationalfest des mongolischen... Ja, in so einem Fall. Nadam heißt es. Nadam-Fest oder so. Und da machen die einfach das Land dicht. Also da ist dann für 5 Tage auch die Grenze zu. Also da kommt man nicht rein, weil da ist halt Feiertag. Und dann mussten wir also da warten, war aber auch gar nicht so schlimm, weil es echt schön da. Und dann sind uns die Motorradstiefel auseinandergefallen. Mhm. Weil wir da auch gespart hatten natürlich. Ja klar, stimmt. Wir hatten, glaube ich, diese Bundeswehrstiefel. Ja. 60 Euro benzinfeste Sohlen, aber so ganz so benzinfeste Sohlen. Naja, die sind dann irgendwie auseinandergefallen und es war halt irgendwie Sonntag und in irgendeinem Kaff. Und dann haben wir in dem Restaurant, wo wir da irgendwas gegessen haben, haben wir gefragt, ja, ist hier vielleicht jemand, der Schuhe reparieren kann? Dann hat die uns irgendeine Adresse aufgeschrieben oder einen Namen, ich weiß nicht mehr genau. Und dann Adresse, hat uns erklärt, wie wir da hinkommen. Und dann sind wir da hingefahren und haben einfach bei irgendeinem so Haus geklingelt. Und dann kam dann tatsächlich, wie sie herausstellte, der Schuhmacher raus
Und hat dann halt uns gesehen und hat dann am Sonntag noch seine Werkstatt aufgesperrt und hat uns den Schuh genäht. Und hat geklebt. Mit der Hand die Sohle, also durch die Sohle, durch das Leder durchgenäht. Und wollte natürlich partout kein Geld, hat uns dann zum Essen mit seiner Familie das war noch das eingeladen. Größte. Ja, also wollte kein Geld, aber hat uns aber eingeladen. Hat uns eingeladen und dann hat er so Einmachgläser mit so selbstgebrannten Schnaps rausgeholt. Und wir waren erst ein bisschen skeptisch, aber haben uns dann überzeugen lassen. Und haben dann sogar noch so ein schönes 1 Liter Einmachglas mitbekommen. Und also wir haben uns super verstanden und das war der Wahnsinn. Es war keine Frage, dass der am Sonntagnachmittag von seinem Mittagsschlaf geweckt uns diesen Schuh näht. Das war klar. Ja, und ich meine, das muss man auch sagen, in diesen Ländern ist es auch noch was anderes, Reisender zu sein. Ja. Also ich meine, hier ist es so, die Straßen sind perfekt und wenn irgendwas schief geht, holt man halt einen ADAC oder was weiß ich was. Das heißt, irgendwie ist keiner mehr so richtig darauf angewiesen, dass einem geholfen wird. Und das ist halt dort völlig anders, weil die fahren da mit den letzten Schrottkarren über irgendeine Piste und da gibt es auch keinen ADAC. Und da sind die Leute auch einfach anders drauf und die wissen, dass das mühselig ist, von A nach B zu kommen. Wir konnten es einmal nur zurückgeben. Wir hatten nämlich ein Satellitentelefon gekauft für die abwegigen Gebiete. Wir haben dann festgestellt, dass die Netzabdeckung außerhalb von Deutschland sehr gut ist. Und wir eigentlich sehr selten kein Netz hatten. Das war vielleicht ein spezifisch deutsches Problem. Aber wir haben dann einmal... 5G am Baikal. Ne? Ja, ja, voll hat Severo-Baikal. Was ist denn das jetzt? Ja, ne? Kannst du da Videos hochladen? Am Erzberg funktioniert das nicht mehr. Ja, das war schon krass. Ja, und dann sind wir da irgendwo, das war in der Mongolei auf irgendeiner Piste und dann ist da einer mit so einem Ford Focus und seiner Freundin lang gedüst. Der kam aus Russland, glaube ich, wollte Urlaub machen. Und dann sehen wir so, wir hatten dann noch so ein paar Leute getroffen, waren also mit 4 Motorrädern unterwegs und wir waren hinten dran und dann sehen wir so eine Ölspur, ne, wie die so langsam, also erst so ein großer Fleck und dann immer so eine dünner werdende Ölspur. Da hatten wir schon mega Gedanken gemacht, dass es von, ich weiß nicht, von uns irgendwer war. Ja, ja. Naja, und dann stand am Straßenrand so ein Ford Focus. Und der war halt über diese Geländepiste da geballert. Ja. Und dann haben wir uns Fachmensch mal drunter gelegt und konnte schön die einzelnen Gänge konnte man sehen. Weil der Getriebe hat voll auf den Stein draufgeschlagen. Und das Öl war natürlich raus und hat uns dann noch gefragt, ob wir weiterfahren können. Wir haben davon abgeraten. Und dann, dort war kein Netz. Und dann haben wir unser Satellitentelefon, 1 Minute, 1 Euro. Und haben gesagt, ruf jemanden an. Ne? Und er mit diesen Satellitentelefon, da ist passiver, ruft an und dann so, Mama! Hat erstmal seine Mama in Russland angerufen. Und ich weiß nicht, ob sie helfen konnte, wir sind dann irgendwann weitergefahren, aber das war schon wild. Ja. Das sind also Sachen, die nimmt euch keiner, ne? Die habt ihr euer ganzes Leben dann drin, ne? Absolut, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Mit 70 dreht sich die Zigarre immer noch, ne? Ja, ja, wahrscheinlich. Also ich meine, man merkt ja, wir schwelgen da jetzt ganz lebendig in Erinnerung und es ist schon 5 Jahre her, das ist total verrückt. Ja, und also wir haben in dieser Zeit wirklich jeden Tag so viel erlebt, dass man es gar nicht verarbeiten konnte. Mhm. Wir waren am Ende froh, in diesem in der Transit zu sein, in diesem Zug zu sein und für 75 Stunden nichts machen zu können, weil wir einfach nur, wir haben uns, ich weiß noch, wie wir uns unterhalten haben, gesagt, das ist Wahnsinn, wir müssen nichts tun und trotzdem kommen wir voran. Und wenn der Zug kaputt ist, ist auch nicht unser Bier, dann macht es der Techniker. Das war ein geiles Gefühl und da konnten wir anfangen zu reflektieren und diese Erinnerung, das ist so dicht gepackt und man weiß noch alles. Das ist das Verrückte, es brennt sich wirklich ein. Mit ein bisschen Überlegen kriege ich noch jeden Zeltplatz hin in diesen 3,5 Monaten. Und die Bilder helfen natürlich, aber wir haben nicht alles fotografiert. Und manchmal fallen einem noch so Geschichten ein, die man lange vergessen hatte und dann sind sie wieder voll da. Also das ist wirklich, man erlebt jeden Tag, den ganzen Tag passiert nur, passiert was. Das ist schon ein guter Zustand. Wie ist es mit der Zukunft? Habt ihr wieder mal sowas vor? Ja, nächsten März. Kein Zeitdruck. Nee, also die Idee ist, die Idee war ja nach der Tour, war klar, das war geil, das hat riesen Spaß gemacht. Aber mit einer Originalzustand Straßenstrich 7 über die Schotterpisten in die Mongolei fahren, ist vielleicht nicht die beste Idee. Man hat es einfach gesehen, ich hatte viel mehr Pannen, das ganze Gepäcksystem ist kollabiert. Ja, ich meine, das Federbein ist seitwärts ausgewandert. Die Gabel war undicht. Die Gabel, also da haben wir irgendwann einfach nur noch Öl nachgekippt. Mhm. Also das war schwierig. Und das Einzige, was wir gut unter Kontrolle hatten, war der Motor. Also das Ding ist natürlich stabil. Und das ist auch, warum wir beide, glaube ich, die Motorräder so lieben. Diese Boxermotoren haben einfach eine tolle Eigenschaft. Und
ja, jetzt war die Frage, wenn man sowas nochmal macht, wie macht man das? Hm. Nimmt man 10.000 Euro in die Hand, kauft sich eine neue XT700, geiles Motorrad, kann man auf jeden Fall um die Welt fahren. Und dann war irgendwie, ich habe so eine Sparbüchse angefangen, XT700, wo ich mein Wechselgeld reingemacht habe. Und irgendwann habe ich gedacht, eigentlich willst du das Ding gar nicht. Eigentlich will ich, ja, was du machst, ja, also eine BMW, diesen Motor ins Gelände zu bringen. Und zwar so, dass man nicht ständig reparieren muss. Und daraus ist dann, ich meine, nach Moritz Vorbild war der gedankliche Weg dann kurz, die Idee entstanden, so ein Ding auch zu bauen und damit, wenn möglich, nochmal auch zusammen als Brüder nochmal eine Reise zu machen. Welche Richtung soll es dann gehen? Habt ihr schon eine Idee? Das ist die große Frage. Ich meine, ich hatte irgendwann mal diese, also ich finde es immer noch romantisch irgendwie, von zu Hause loszufahren und wieder zurückzukommen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Aber die Frage ist, wo geht es dann hin und was macht man? Und man kann natürlich auch irgendwie kleinere Strecken irgendwie nur nach Marokko und wieder zurück oder sowas. Und ich hatte dann irgendwann mal diese spinnerte Idee, vielleicht so eine Westafrika-Tour zu machen. Aber das ist natürlich schon knackig. Also Frankfurt. Da verändert sich schon auch viel. Also erstens ist es ja aufwendig, auch was Visa betrifft. Da gibt es teilweise Länder, wo es nicht so einfach ist. Und dann, naja, also gerade irgendwie mit den Veränderungen. Ja, Westsahara geht wohl mittlerweile, aber... Demokratische Republik Kongo oder in Knie wird es dann... Genau, ja, vor allem vorher, ja, also wenn man da bei Mali... Aber ich glaube, das ist genauso wie Iran. Ne? Man macht da diesen Gedanken, aber im Prinzip, wenn man dann da ist... Kann es funktionieren? Ne? Ich habe genug, die da rumreisen. Ja, es geht schon, aber man muss es sich halt gut überlegen. Man muss sich halt überlegen, was riskiert man. Ne? Und das, was man am meisten riskiert, ist das eine, was man hat, ist das Leben. Ne? Richtig, ja. Und wenn es nicht die Menschen sind, die einen umbringen, ist es der Verkehr. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, das darf man auch nicht unberücksichtigt lassen. Aber da sind es tatsächlich auch, also was heißt die Menschen, das ist ja falsch. Ja, die meisten Leute, die da leben, sind ganz friedfertige Menschen, da bin ich ganz sicher. Aber es gibt halt ja da auch irgendwie Boko Haram, die in diesen Gebieten aktiv ist und die ja wohl auch leider immer weiter Richtung Süden runterkommt. Also das heißt, es kommt einfach auch so ein bisschen auf die politische Situation an. Und ich meine, die Tour, die wir jetzt gemacht haben, die könnten wir heute auch nicht mehr machen. Genau. Dann kommst du nicht mehr rein. Wir drehen uns auch die ganze Zeit im Kreis. Was machen wir jetzt? Genau. Frankreich, Niederlande, fickt euch, ne? Dann obenrum sind wir schon gefahren, da drüben waren wir jetzt auch schon. Jetzt wollen wir auch Richtung Marokko starten, aber da war ich auch schon, ne? Ja. Es ist so... Also wir haben noch und verschiffen und dann Alaska, ja, das Kanada, ist, irgendwas. Ich ja, wir haben schon überlegt, USA, aber das ist ja auch, ich meine, einfach zu teuer. Das machen wir dann, wenn wir mal Geld haben. Aber eine Idee, und die ist auch ein bisschen von dir, du hast dich so ein bisschen angefangen für Südamerika zu begeistern. Ja. Südamerika wäre natürlich auch nochmal spektakulär. Ist aber auch heavy, ne? Ich meine, ich war da schon unterwegs. Ne? Ja. Mexiko, Guatemala, Belize habe ich gemacht. Mhm. Zu Beginn habe ich noch Latschen angehabt, also solche Jack Wolfskin, reißenden Sandalen. Mhm. Ich habe mich über die Löcher am Boden immer gewundert, ne? Dass da Vogelspinnen drin sind, das wusste ich nicht. Ne? Mhm. Ja, ich meine, ich war ja fremd hier. Ne? Ja. Und dann die Grenzübergänge in so einem Stamm. Ah, okay. Die Koffer, du bist in diesem Ding. Drüben ist einmal, ich habe das erste Mal live dieses Maschinengewehr von John Rambo gesehen. Das hatten die oben auf so ein GMC geschraubt. Ne? Und dann kommst du drüben an, hebst die Hände hoch und das ist der Grenzübergang. Gehst in so eine Art Tankstelle, das ist der Zoll. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, boah, da war ich frisch verheiratet, 25. Ja. Ob ich meine, vielleicht hat sich ja einiges verändert, aber ob ich das will, in Cancun ins Taxi einsteigen. Ich wollte nur zum Markt, zum Wochenmarkt. Sagt er, will mehr Geld. Mhm. Jetzt habe ich aber zum Glück, ich wollte zum Wochenmarkt, weil ich eine Scheide für mein Messer nähen das wollte. Klassisch. Also hatte ich das auch dabei. Oh, das ist... Und dann habe ich das gezogen und habe gesagt, Kamerad, ich will, dass du mich dahin fährst. Dass ich dann nicht aussteigen muss, war klar. Aber mein Geld hatte ich noch. Ne? Solche Situationen braucht kein Mensch. Ne? Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, da ist Mittelamerika auch nochmal härter. Ja, also es ist... Ja, keine Ahnung. Also es kommt zum Westen, ja. Also ja. Bis ganz runter kommt man da ja sogar. Ne? Ja. Also das wären natürlich finanziell aufwendigere Geschichten, das muss man dann irgendwie schauen. Wir sind da auch in ungleichen Situationen. Ja. Als Brüder. Ja, ich meine aber, der Sozialismus zählt ja. Das war, wenn er nutzt, ja. Aber ja, also das wäre noch so eine Idee. Und aber selbst wenn es jetzt nicht die große eine Tour ist, wir hatten, und es war ja auch deine Idee, wir hatten diese Idee, es muss so spektakulär sein. Hm. Und ja, das hat sich auch gelohnt, das war auch Wahnsinn. Aber ich denke auch, dass man in kleineren Abschnitten genauso viel Erlebnisse haben kann, Motorrad-Erlebnisse haben kann.
Und natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man 3 Monate am Stück reist, aber irgendwann ist es halt auch nicht mehr möglich. Und wir hätten jetzt nochmal einen Slot, wo wir beide zufällig wieder in der Situation wären, uns richtig freinehmen zu können, zusammen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir das entsprechend füllen. Aber wo es jetzt hingeht, ist noch nicht ausgehandelt. Ja. Ums Mittelmeerum. Genau. Ja, naja, ich meine, man kann auch einfach gar nicht so weit im Voraus planen. Also ich meine, jetzt ist es ja nicht mehr so lang, es ist nur noch ein Jahr. Aber ich meine, in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie schnell sich sowas verändern kann. Also wir schauen uns also Albanien an und ich denke mir dann immer, hast du einen Plan? Nee, ich habe keinen. Wir fahren einfach los, wollten in Rumänien starten, wollen dann nach Albanien und vielleicht geht dann ein Schiff rüber nach Italien, dann kann ich meinen Kumpels mal kurz besuchen und fahre dann obenrum wieder zurück nach Rumänien zum Bus. Ganz ohne Plan ist vielleicht mal besser, als immer alles so ins Ziel zu fassen. Ja. Ja. Seid ihr über Weißrussland raus? Das hatten wir überlegt, aber es wäre schwierig gewesen. Ja, das ist komplett im Arsch irgendwie. Ne? Ich habe da auch überlegt, warum geht denn das nicht? Ne? Und dann haben die gesagt, da gibt es nur 2 Übergänge. Also ich mache mich jetzt fest, aber wo die Europäer drüber dürfen. Ja. Und deswegen sind wir so über die Ukraine im Kriegsgebiet entlang gefahren. Ach. Ja, ich meine, wir wussten, dass die Krim besetzt ist 2018, aber dass da unten auch Griechen ist. Das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Und deswegen auch dieses lange Verhör an der Grenze, warum wir ausreisen, euer Visum sind noch 2 Monate gültig, lalala. Ich weiß gar nicht, was hat denn der für ein Problem, der Kerl. Ne? Mhm. Aber nachher dann in Deutschland die Zeitung aufgeschlagen, okay, das war gar nicht so cool, was wir da gemacht haben. Na, krass. Ja, wir sind halt oben rum. Ne? Ich fand halt diesen Teil Litauen, Lettland, Polen, also Lettland, Litauen, Polen, fand ich total geil. Ja, ist wunderschön. Das war eigentlich wie Niederlande, ne? So mit den Kühen und so grün. Ja, wir hatten einfach da nicht mehr die Kapazität, uns da irgendwie richtig drauf einzulassen, weil wir waren ja jetzt alles also schon hinter uns und dann willst du auch irgendwann nach Hause. Aber du hast recht, also es ist wunderschön. Und ich meine, wir hatten ja so lange da vor allem in Zentralasien nur Staub gefressen und Buckelpisten und dann hast du natürlich auch irgendwann, eigentlich fährst du ja dahin, weil du sowas haben willst, aber irgendwann denkst du dir auch so, jetzt mal gut. Jetzt kannst du und dann waren solche Löffel ja dann zu viel. Ne? Ja, und dann waren halt solche Landschaften, wie die auch in Litauen und Lettland sind, also grün und hügelig und Wasser ist da und so weiter, das ist dann schon Wellness. Also, voll, ich fand es so schön. Ich habe das überhaupt nicht so erwartet, wie wir raufgefahren sind, so ein Nordkabel. Boah, und dann Fähren ohne Motor mit einem Ruder und was ist denn da los? Sind wir in der Steinzeit so richtig geil, fährst so hin. Dann Kaffee, wie Kaffee, dann gehst du hinten rein, dann macht sie an ihrer Kaffeemaschine ihren Kaffee in dem Geschäft, weil es kein einziges Kaffee in dem Dorf gibt. Und es gibt eine Straße, aber es gibt vorher und nach dem Dorf keine Straße. Hä? Also, ne, da fährt halt der LKW hin und auf der Straße rollen die Kinder. Ich habe gedacht, ich bin in der dritten Welt. Also haben wir da richtig geile Sachen erlebt. Auf dieser TED war total faszinierend. Es war erst wieder scheiße, wie wir in Finnland waren. Weil da ging es nur geradeaus. Ne? Mhm. Also leider Gottes, ne? Ist halt so. Ne? Ich meine, es ist ja gut für das Land, dass die Infrastruktur da ist. Ja. Aber in den anderen Ländern war es halt ein volles Abenteuer. Ne? Ja, und das ist ja das, was wir suchen mit diesen Motorrädern. Ja. Ja. Und das ist gar nicht. Also ich meine, es gibt ja da immer mehr jetzt übers Internet. Kann man sich ja informieren und organisieren. Gibt es ja schon vieles irgendwie auskartiert. Aber es ist ja gar nicht so einfach in Deutschland mal irgendwie nicht auf der Straße zu fahren. Ja? Wie viele Reisende habt ihr unterwegs getroffen? Waren da viele Motorradfahrer oder habt ihr euch allein gefühlt? Sehr weniger eigentlich. Erstaunlich, es gab immer abschnittsweise. Ja. Also Pami Highway, ne, vielen ein Begriff, zweithöchste Straße der Welt, pam, auf einmal ein Fahrradfahrer nach dem anderen und auch Motorradfahrer. Aber eigentlich war das eher selten, ich würde sagen. Also gerade im Iran haben wir, ich glaube, einmal ist uns einer entgegengekommen. Also da waren es wirklich super wenige. Ja. Turkmenistan kannst du sowieso vergessen, weil die meisten bekommen kein Visum. Da haben wir aber, wir haben schon ein paar Leute getroffen. Den Briten, einen Russlanddeutschen. Genau, den Briten. Dann haben wir auch so einen Japaner, den Pami Highway empfohlen. Den hatten wir nämlich eigentlich gar nicht geplant. Wir nämlich eigentlich ohne den Pami, wir wollten direkt von Usbekistan nach. Was war der Japaner Kingstown unterwegs? Suzuki? Gelbe? Kleine? Nee, ich weiß es auch nicht mehr. Naja, und der hat dann gesagt, man kann einfach im Internet ein Visum für 50 Euro für Tadschikistan beantragen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir noch die 2000 Kilometer plus da. Weil wir eigentlich gesagt haben, das reicht. Ja, aber dann sind wir doch noch recht abgebogen. Wo wir dann wieder mehr Leute getroffen haben, war dann Russland-Mongolei. Und ich glaube, es liegt daran, dass man halt irgendwie so eine Straße. Ja, erstens das und zweitens, man kommt da auch ganz gut hin, über die Nordroute halt, entweder und irgendwie führt der Weg alles nur über diese eine oder zwei Straßen und dann triffst du hier immer. Oder halt mit der Bahn, ne? Und deswegen, das war glaube ich der Unterschied,
Zentralasien ist auch für manche Nationalitäten schwierig zu erreichen. Also die Briten zum Beispiel bekommen so gut wie gar kein Visum für den Iran. Turkmenistan ist auch so eine Schwelle. Und dann fahren halt viele oben rum. Und da haben wir dann diesen Israeli getroffen, der war auf einer 690er KTM unterwegs, glaube ich. Der hat irgendwie einmal Reifen gewechselt und Öl gewechselt. Und zwar, wir waren schon, also haben Felix Motorrad schon 1000 Mal repariert gehabt. Aber also, es war wirklich eine völlig andere Art und Weise zu reisen. Das war interessant, das muss man auch nochmal sagen. Der hat auch einfach nichts zu erzählen gehabt. Also, es klingt so blöd, ja, weil natürlich hat er was zu erzählen gehabt. Er ist diese tolle Strecke gefahren. Aber viele der Geschichten, die wir jetzt auch irgendwie hier jetzt schon im Gespräch erzählt haben, die hängen ja auch damit zusammen, dass man irgendwie ein Problem hatte. Und muss es lösen, muss es genau. Lassen. Und ja. Genau, und so kommt man in Kontakt mit Leuten und in manchen Ländern ist es anders. Im Iran, da wirst du auch einfach so angequatscht. Aber die tollsten Geschichten kommen immer, wenn du mit Leuten zusammenkommst, weil man versucht, gemeinsam ein Problem zu lösen. Wer von euch beiden hat die Handynummer cool. von der Tussi vom AVD? Nee, ja, die war gut, ja. Wir hatten 069. Das ist auf jeden Fall in Frankfurt. Wir kommen ja auch aus Frankfurt. Insofern finden wir der AVD. Ja. Nee, aber also was der Moritz sagt, genau so ist es. Es gibt ja Leute, die sagen, man kann es ja immer weiter reduzieren. Ja? Also man fährt mit dem Auto, dann fährt man Motorrad, dann fährt man Fahrrad und dann wandert man am Ende, um wirklich alles mitzunehmen. Und ich finde, Motorradfahren ist da genau im Sweet Spot. Ne? Man kann Strecke machen. Aber also mit meiner Mühle habe ich nicht mehr als 400 Kilometer am Tag machen wollen, da war es dann irgendwann mal genug. Und das bremst so ein bisschen und das ist gut. Und dann natürlich auch die technischen Herausforderungen, die wir so hatten, die zwingen einen einfach, das ganz anders anzugehen. Und ja, dieser Israeli mit seiner KTM, meine geile Mühle, und der hat bestimmt auch Spaß gehabt, aber der ist da halt mehr lang gefahren als durchgefahren vielleicht. Ich weiß nicht, so... Dann hatten wir noch zwei Belgier getroffen, die waren jeweils auf einer XC600 unterwegs. Das war echt cool und mit denen haben wir uns auch gut verstanden. Sind, glaube ich, irgendwie ein oder fast zwei Wochen mit denen irgendwie noch da rumgefahren. Die waren auch bei dem griechischen Schuhmacher dabei. Ja, richtig, genau. Ja. Und für die hatten dann einen ganz ähnlichen Reisestil. Das sind ja auch so alte Kisten. Und einmal war es lustig, da sind wir zusammen auf so einem, in der Mongolei wurden damals ganz viele neue Straßen asphaltiert und dann waren wir mal auf so einer frisch asphaltierten Straße und sind eigentlich gemütlich da lang gefahren und dann ist bei dir irgendwas ausgefallen und am Ende war es die Zündkerze, glaube ich, ne? Da war es, gibt mir noch dieses Bild, wo wir die Zündkerze in die Wüste geschmissen haben. Ja, das war und wir fuhren hinter den Belgiern und dann hat er ein Problem gehabt, die haben es irgendwie nicht gemerkt, sind weitergefahren und dann haben wir da ewig, also wir haben bestimmt, glaube ich, obwohl es nur die Zündkerze war, haben wir irgendwie ewig da alles durchgecheckt. Ja. Du denkst ja nicht, dass die Zündkerze kaputt geht. Ja. Und also so eine halbe Stunde, Stunde oder sowas. Und die kamen als nicht wieder, die Belgier. Und wir haben gesagt, das gibt's doch nicht, dass sie jetzt einfach so weiterfahren. Und das ist, glaube ich, nicht. Naja, dann haben wir das Problem gelöst und fahren weiter. Und dann kamen sie uns auf einmal entgegen und haben dann so gesagt, ja, völlig verrückt, wir hatten gerade eine Panne und das Radlager abgeschmiert. Und dann hatten wir gleichzeitig eine Panne und haben sozusagen innerhalb dieser Zeitspanne haben die Radlager ausgetauscht und wir die Zündkerze. Und dann waren wir wieder on the road. Ja, genau. Insofern, das war dann ein ähnlicher Stil. Und das macht einfach Spaß mit den anderen. Was ist euer Message an da draußen? Was kann man sagen? Ja... Nehmt euch die Zeit, wenn ihr einen Plan habt und eine Idee habt. Man muss sie sich immer nehmen. Es gibt immer einen Preis dafür, sowas zu machen. Und manchmal geht es nicht, das ist klar. Manchmal fehlt die Zeit wirklich, manchmal fehlt das Geld wirklich. Aber man muss es sich auch nehmen. Und wir bereuen es überhaupt nicht, das getan zu haben, obwohl wir beide... Abstriche gemacht haben. Du hast ein Semester ausgesetzt, was schwierig war. Und ich habe meinen zukünftigen Chef davon überzeugen müssen, dass er mich auch ein halbes Jahr später einstellt. Und das hat aber alles funktioniert und jetzt sind wir happy. Also okay, ich mache einen Schnitt. Ne? Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart und dass wir uns mit Material versorgt haben. Bis das Video online gedauert ein bisschen, da haben wir was zu tun. Und ja, an deinem Projekt arbeiten wir. Wir werden es versuchen, zeitnah vorzustellen. Wunderbar. Und macht die Klappe zu. Wenn euch das Video gefallen hat, liked uns Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Wir haben auch irgendwo diesen Bericht von der Tour dann verlinkt.
Es gibt immer noch einen Haufen Leute, die schauen die Videos an und haben nicht abonniert. Also abonniert uns und wer uns unterstützen will, kann Mitglied werden. Ich danke euch fürs Zuschauen, euer Manuel Schad von SPD Sports.